Neue Folge, neues Glück und neuer Gast im 60er-Talk. Und wir begrüßen euch, oder ich begrüße euch, zu Folge 145 mittlerweile in einer wunderschönen Viererrunde. Hoffe ich doch mal, dass es wieder stimmungsvoll und interessant wird in den nächsten, ja, schauen wir mal, wie viele Minuten es werden heute. Das ist ja nicht so ganz absehbar immer. Ich begrüße zunächst mal zwei Dauerbrenner. Und zwar Christian ist wieder an meiner Seite und wird durch den Abend führen, ein wenig beziehungsweise davon erzählen, vor allem vom Sonntagabend gestern. Servus, Christian. Hallo Jan und hallo ihr anderen zwei. Der Mann mit den Zahlen ist natürlich auch am Start. Wir haben vorhin mal geguckt, Folge 107 müsste das jetzt mittlerweile sein, laut Statistik für ihn heute. Servus, Bernd. Grüß euch, Bernhard. Hallo Löwenwind. Und für eine kleinere Vorstellung übergebe ich kurz an den Christian von unseren Gast. Der kann ein bisschen mehr dazu erzählen, weil sie sich schon jahrzehntelang begleiten. Ich bin mal gespannt, was du alles so als Intro zu erzählen hast, Christian. Ja, ich wollte eigentlich da den Ball dann gleich weiterspielen, aber ich glaube, der Bernd kennt unseren Gast auch schon ganz schön lang. Ja, also dann sage ich jetzt einfach mal, wir haben es gestern, weil wir gestern das Spiel auch zusammen verfolgt haben, auch nochmal rekapituliert. Seit 1991 kennen wir uns schon. Du sagst, es war im ICE nach Kassel zu jenem legendären Auswärtsspiel. Wir waren jung und brauchten das Geld. Ja, Martin, wir sagen hier jetzt Martin, oder? Für mich bist du zwar der Plessi, aber Du kannst auch Plessi sagen, also Plessi ist ja eigentlich dann mach mal egal. Plessi. Ich hab gerade im Vorlauf nochmal erzählt, für mich war das jahrelang übrigens Blessi mit B, weil das halt bayerisch der Blessi. Aber irgendwann habe ich dann gelernt, es ist mit P, aber das spielt ja auch keine Rolle. Du bist tatsächlich auch, glaube ich, vielen Leuten durchaus ein bekanntes Gesicht, eine bekannte Kutte rund ums Stadion. Aber vielleicht stellst du dich doch kurz selber mal vor, also. Wir versuchen das natürlich nicht jetzt episch in die Breite zu ziehen, aber ich glaube, so ein bisschen Fanclub-Kontext gibt es auch. Und du hast ja auch durchaus in der AG auch mal eine Funktion gehabt. Und weiß nicht, ob du da auch drüber sprechen willst, aber du kannst zumindest so kurz mal drei Sätze kriegst du zu dir selber. So habe ich mir das gedacht, Jan. Okay. Also erstmal ein Hallo in die Runde. Danke für die Einladung. Wie gesagt, ich bin der Martin. Wird Martin gesprochen. Blessi mit P. ja, kurze Korrektur zu der ICE-Fahrt. Der ICE war nämlich auf dem Rückweg. Also wir haben uns zwar auf dem Hinweg kennengelernt, aber der ICE war auf dem Rückweg. Okay. Und ja, wie gesagt, wir kennen uns so lang, Bernd wahrscheinlich auch so lang. Zu mir, ja, wie gesagt, meine Agenda, Löwenmitglied. Auch schon Jahrzehnte, mein erstes Löwenspiel weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Irgendwann tiefste Bayernliga-Zeit. Ansonsten seit, ja, 14, 16 Jahren, glaube ich, zweiter Vorstand der Blue Lions, die ich allerdings nicht auf meiner regulären Kutte hinten drauf habe. Da ist mein Ur-Fanclub, das sind die Rebels. Und wir haben uns dann damals mal geeinigt, dass ich, ja, Kutte, den großen Patch wechselt man nicht. Dann habe ich immer noch den Rebels drauf und bei offiziellen Veranstaltungen der Blue Lions halt dann meine Blue Lions-Kutte an. Haben Die uns damals, Gardeuniform sozusagen. ja, genau, die Ausgründung haben uns damals so geeinigt. Ja, wie gesagt, AG hatte ich eigentlich, also wir waren ja logischerweise durch unseren Fanclub, durch die Blue Lions in der AG Region 1 vertreten. Und dann hieß es mal, ich habe jetzt neulich mal nachgeschaut, 2017, ist ja damals, oder Christian Poschert ist ja dann damals zurückgetreten als Vorstand. Und sollte ein neuer Vorstand bestimmt oder gewählt werden, dann hieß es 2017 damals über den Charlie Beck. Er macht es erst noch kommissarisch und dann wollten sie mich wählen, aber scheinbar mit meiner, ja, doch vielleicht auch Agenda aus Vergangenheit mit Femini, FDS, Pro 1860 und, wurde dann nicht gewählt und danach wurde, glaube ich, nie wieder gewählt, sondern Charlie Beck war bis zum Schluss der kommissarische Vorstand der AG Region 1. So war's. Genau. Ja, Ja, nicht sonst schlecht. Stadion, Heimspiele, Jahreskarte, ja, seit heuer Westkurve, davor halt auch Stehhalle, bekannte Gründe gewechselt oder wie kriegst du halt auch. Und auswärts, ja gut, ich meine, ich arbeite Schicht, doch das, wenn es mal ausgeht, am meisten schaue ich tatsächlich nur noch die Stadien fahre, die mir noch fehlen. Also. Gut. Das ist doch schon mal ein erster guter Überblick. Also durchaus schon länger den Löwen verbunden, auch mit den ein oder anderen Funktionen rund um 60 vertraut sozusagen. Dann starten wir rein in die sportliche Analyse des gestrigen Sonntagabends. 19:30 Uhr ging es ja los, äußerst spät. Aber es ging ja doch ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Die Festung Giesing steht mit einer Scheibe als Ausnahme, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ganz kurz. Dritter Heimsieg in Folge. Seit 7 Spielen jetzt ungeschlagen 60 München. Es läuft, würden wir mal sagen.
Wir klettern in der Heimtabelle, wenn wir darauf kurz einen Blick werfen, auf Platz 10. Also das geht in die richtige Richtung. Hat man ja vor Wochen, wie schon letzte Woche auch erwähnt, mal besprochen, dass wir mehr Heimsiege brauchen. Wurde erhört, wird fleißig daran gearbeitet. Sechs mögliche Heimsiege gibt es diese Saison noch. Jetzt sind es erstmal drei in Folge, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Julian Guttau trifft mit dem Tor des Tages. Sehenswert per Freistoß. Ich weiß gar nicht, wann es den letzten direkten Freistoß gab. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich würde kurz einhaken, das möchte gewesen sein, Meppen Saison 2021 auswärts. Aber es kann danach vielleicht nochmal gescheppert haben. Der Blessi hat gestern Vielleicht. gesagt, das war der Walter Heiner, Anfang der Ja, 90er Jahre. Moment, ich habe gesagt, der letzte mit links direkt verwandelte Freistoß. Und das war Walter Heiner. Okay. Aber ich habe mich gestern am Grünspitz noch mal aufklären lassen. Es gab ja einen Linksfuß Horst Held. Also ob der jetzt direkt verwandelt hat, weiß ich jetzt nicht auswendig, Oh, aber ich doch, gehe davon öfter. aus. Eben, also ich revidiere auf Horst Held. Aber das war ja dann im Olympiastadion wahrscheinlich und wir ruinen dann Ja. Peter Zell nur Tore im 60er. Außerdem ist er so weit weg, das kann man ja gar nicht richtig sehen, wie der Ball ins Tor fällt. Außer gibt er nur den Genau. Torjubel, weil die Spieler halt auch jubeln. Auf jeden Fall, glaube ich, Seltenheitswert, so ein direkter Freistoßtreffer. Schönes Ding gegen seinen ehemaligen Verein. Übrigens schon Treffer Nummer 6 in der Saison für Guttau, der sich auch immer wertvoller macht, auch super entwickelt jetzt unter Jannikis, unter dem neuen Trainer, einer der großen Gewinner. Ja, wir starten mal rein und starten auf den Rängen zunächst wie immer. Christian, wie war es denn so stimmungsmäßig? Ich habe jetzt schon eine Meinung von der Haupttribüne gehört. Der hat gemeint, das war ziemlich ordentlich, sowohl von Westkurve als auch Stehhalle. Mal wieder ein bisschen bessere Leistung als in Wochen zuvor vielleicht sogar. Liegt vielleicht so ein bisschen am Abendspiel. Das ist ja doch ein besonderer Charakter mit dem Flutlicht, das man so erblicken kann in Giesing. Wie hast du denn wahrgenommen? Ja gut, ich bin ja grundsätzlich ein großer Befürworter der Abendspiele und tatsächlich, ich habe gestern mit meinem Sohn so diskutiert, ist jetzt Montagabend blöder oder Sonntagabend? Eigentlich Abend immer geil. Also ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich die Montagabendspiele zu Hause zumindest ganz geil fand oder wenn man nicht so weit fahren musste nach Ingolstadt oder so. Von daher war ich schon auch persönlich sehr motiviert und ich hatte aber auch das Gefühl, gut, ist jetzt auch die sportliche Entwicklung, dass auf den Rängen das auch immer besser wird. Fand die Stimmung eigentlich sehr gut, auch die Unterstützung gut. Einzig, wieder mein ewiges Mantra, als es dann so ein bisschen hitziger wurde, auch die Hallenser da so ein bisschen, ja, auch teilweise frustriert wahrscheinlich, so das an der einen oder anderen Stelle dann auch mal härter hingelangt haben und der Schiedsrichter da so ein bisschen zweifelhaft in seinen Entscheidungsfindungen war, von wegen, packt er jetzt mal Karten aus oder nicht. Da war dann halt die Westkurve wieder am Singen irgendwie. Und wie gesagt, das ist ja super, die sollen auch nonstop singen und Fahnen schwenken. Aber wenn dann, das ist genau das, was Giesing halt auch ausmacht und dieses Stadion, dass man auch durchaus mal, wenn dann rundherum die Leute auf die Barrikaden gehen und sich laut äußern und es mal irgendwie lauter wird, und das kann durchaus meiner Meinung nach, oder das ist ja das Ding, auch mal einen Einfluss auf den Schiri nehmen, dass er sagt, oh, das Volk tobt, was ist denn jetzt hier los? Und das wäre halt so, so schön irgendwie. Und ich habe jetzt beobachtet, gestern die Vorsänger, die schauen ja tatsächlich, die schauen ja schon auch dann, drehen sich mal um und schauen aufs Spielfeld. Das heißt, die kriegen das ja schon mit, dass da jetzt auf dem Spielfeld irgendwie gerade sich was anderes tut. Ob man dann nicht schnell mal so einen Gesang beenden könnte und einfach mal auch irgendwie eskalieren, Schiedsrichter beschimpfen, vielleicht auch die gegnerischen Spieler, naja, beschimpfen ist so böse, aber verbal auf mögliche Fehler hinweisen. Schön. Genau, also, das ist mein altes Thema und ich bin aber, wie gesagt, ich mag auch nicht dieses Bashing gegen aktive Fanszene. Ich finde es super, was die da aufziehen. Das haben wir oft schon hier besprochen. Aber so an manchen Stellen so ein bisschen mehr Bezug zum Spiel wäre halt schön. Genau. Was man jetzt von unserem neuen Standort im Block J gar nicht mehr mitkriegt, was jetzt eigentlich an Spruchbändern? Also es gab ein Spruchband gegen die Staatsdiener oder die Staatsmacht. Aber ich sage jetzt mal, gegen Hasan Ismail oder so gab es gar nichts. Das wäre jetzt auch noch irgendwie, aber vielleicht zu kurzfristig, hätte ich cool gefunden, wenn man vielleicht so ein Zitat aus dem Interview so als Spruchband, also ich denke da so an ein wörtliches Zitat, wo er sagt, was man ihm sagen muss oder soll oder will. Das hätte man ja gleich als Spruchband, aber war vielleicht auch ein bisschen zu lang vom Text. Mei, drüber geredet ist immer leicht, gell? Irgendjemand muss natürlich auch machen, malen und genau. Aber so war es ein rundum gelungenes Ereignis. Und was für mich speziell noch gestern war, ich bin direkt, ich war vorher nicht am Grünspitz, sondern bin sozusagen direkt vom Abendessenstisch direkt ins Stadion hinein, gut gesättigt und ja, dafür gab es dann im Stadion ein Bier und da gehen auch wieder Grüße raus an die Dame, die mir das mitgebracht hat gestern. Die freut sich. So, das Sehr war gut. mein Beitrag zum Drumherum.
Wunderschön, mit Kulinarik gleich beinhaltet, dann haben wir den Punkt da abgehakt, so ein bisschen. Gäste aus Halle war es ja leider ein bisschen still am Gästeblock. Die Ultras, die aktive Fanszene, wurde in einer mehrstündigen Polizeikontrolle erfolgreich festgehalten. Die anwesenden Fans haben sich dann soweit solidarisiert, als die Nachricht da eintraf, dass mindestens ein Bus entsprechend halt nicht zum Stadion kommen kann. Ich glaube, in der, was ich jetzt gelesen habe, noch von der Information vorhin, ist der Bus dann rund 20 Minuten vor Spielende am Stadion angekommen, wurde dann diese Gruppe aber nochmal aufgehalten, sodass sie so um die 90. Minute dann am Stadioneingang waren, was natürlich ein bisschen wenig sinnvoll ist. Wen das interessiert, auch ein Hinweis an der Stelle auf die Rückreise von HSV-Fans aus Rostock, auch eine Tortur, die die da durchleben mussten. Also ich werde jetzt hier nicht auf Einzelheiten eingehen, aber einfach, wenn Sie das, wie gesagt, interessiert, der soll das mal nachlesen. Gab jetzt nicht nur bei Halle am Wochenende einen Vorfall entsprechender Art, sondern wie gesagt auch bei den HSV-Fans. Aber zurück zu 60. Martin, wie ging es denn dir? Ihr standet da, glaube ich, recht weit neben oder recht nah beieinander. Von daher, die Einschätzung deckt sich mit deiner Meinung oder hast du noch ein bisschen was anders wahrgenommen? Ja, also ich stand eigentlich direkt neben Chris bei dem Spiel und eigentlich meine Meinung deckt sich eigentlich. Wie gesagt, wir haben ja gestern schon während dem Spiel mal diskutiert und wie gesagt, gerade dann, wenn irgendwie dieses, ja, ich sage jetzt einfach mal, von der Länge dieses mehr Hass oder wie auch immer, bei manchen schützlichen Entscheidungen, dass halt einfach die Kurve, diese Schalala, das geht mir so auf den Sack, halt da einfach mal dieses, mal geballt, ja, sei es Pfeifen oder mal wieder ein 60-60 durchs komplette Stadion rund, das wäre mal echt mal wieder angebracht, oder? Nichts, also nicht dauernd dieses Schalala, also, ja, leidiges Thema. Und der Rest, wie gesagt, sowieso, wie Chris, wie gesagt, gut, 19:30, ich war jetzt erst gestern noch überlegen, was macht man Sonntag, wenn 19:30 Anpfiff ist. Ich war ursprünglich am überlegen, ob ich nach Nürnberg fahre, mir Nürnberg Lauter noch anschaue. Aber meine Lauter Kumpels hatten keine Karten, ja, was ich mitbekommen habe, und ja, 36 Euro Sitzplatz war mir dann auch zu teuer. Dann bin ich halt da hingesessen, habe mir gedacht, ja, wann gehst du jetzt Richtung Stadion? Weil ich habe das Glück, ich bin ja in 15 Minuten am Stadion. Wann gehst du Richtung Grünspitz? Gehst du um 5? Gehst du um 6? Eigentlich da hingesessen, ja, und dann, glaube ich, weiß ich, wann war ich Grünspitz? Um 5:30 oder was war ich dann? Grünspitz und dann, ja, das Übliche. Schwere strategische Entscheidungen, die da zu treffen Schwere sind. strategische Entscheidung, ja. Ich finde das auch, das ist schon schwierig geworden. Durch die ganzen neuen Anschlusszeiten muss man sich immer gut überlegen, wann man zum Grünspitz geht, damit das alles sich nach ausgeht. Also die Samstags 14 Uhr Termine sind ja mittlerweile eigentlich eher rar gesät in letzter Zeit. Da weiß man ja zumindest seine Tagesablauf und auch danach im Spiel noch, hat man noch entsprechend Zeit, bis es dann Richtung Heimat gehen muss. Aber so 19:30 am Sonntag ist schon sehr speziell. Bernd, an dich nochmal die Frage. Im Scheichlied gab es ja dann auch wieder nach der 60. Minute im Fernsehen was zu hören, unter anderem. Was aber im Fernsehen auch zu vernehmen war, das wollen wir hier gar nicht verschweigen, deutliche Buhrufe und Pfiffe. Da gehen die Meinungen jetzt auseinander, wie sehr das Fernsehen Realität auseinandergeht. Wie hast es denn du im Stadion wahrgenommen? Waren das jetzt eher schon beeindruckend viele, die ihren Unmut da auch kundgetan haben gegen das Scheichlied? Oder sind das die normale Anzahl? Eine Theorie ist ja auch, dass eben Stehhalle mit Dach ist, Westkurve ist ohne Dach, wobei in der Stehhalle auch wieder welche mit dem Scheichlied mitgemacht haben. Alles eine sehr schwierige Frage, wie man das einordnet. Wie siehst es denn du? Also das Scheichlied in der Stehhalle, das ist, also wenn das 100 Leute versuchen niederzupfeifen oder zu buhen, da, dann sind es viel. Mehr sind es nicht. Also ich denke, dass maximal 100 Leute sind, die allerdings wahrscheinlich relativ geballt beieinander sitzen. Im Block L ist es relativ wenig, da sind es vielleicht Zähne oder was, die da wirklich opponieren. Und in die anderen Blöcke kann ich es von meinem Standpunkt aus einfach nicht sagen, aber akustisch ist es einfach, da wo ich bin, wird mitgesungen beim Scheichlied und dann hört man das natürlich auch relativ wenig. Ja, also das ist halt schwer einzuschätzen von da, wo ich stehe. Und ich weiß ja auch nie, wann kommt es jetzt. Sonst könnte ich mich vielleicht einmal dann unten hinstellen und schauen, wer macht was. Aber das, nein, da bleibe ich lieber da stehen, wo ich stehe und schaue aufs Spielfeld und schätze es dann einfach. Aber ich denke mal, so 100 Leute
sind da halt gegen das Scheichlied und also der Rest ist entweder ruhig, ja, neutrale soll es ja auch geben, denen ist sowohl der eine wie der andere, das eine wie das andere Geschlecht dann egal ist und die anderen machen halt mit. Dazu ergänzend, Bernd, also ich bin ja, oder der lässt sich ja auch, wir sind ja quasi Ex-L-Gänger und beobachten es jetzt aus der, sozusagen aus dem J. Ich glaube, es sind schon mehr, die jetzt mittlerweile da Buh rufen und pfeifen, aber ich glaube, da sind auch ganz, ganz viele dabei. Das sind jetzt nicht unbedingt Anhänger vom Hassan, sondern das sind halt Leute, die generell irgendwie diese ganze Vereinspolitik irgendwie da raushaben wollen und die das halt irgendwie anstrengen, diese Diskussionen und diese Konflikte. Und dass die dann durchaus auch mal dann gegen das Scheichlied pfeifen, dass die aber nicht unbedingt die fanatischen Ismail-Jünger sind. Das würde ich jetzt denen gar nicht unterstellen. Und kleines Lob übrigens auch noch einmal, gab es ja gestern sogar Initiativ von aus der Ecke raus, aus unserer ehemaligen Ecke, eurer Ecke heraus, wurde es ja angestimmt. Also dann kurz später nochmal. Das Ja, war das ist da cool. die Ecke, wo die ehemaligen Chaoten und so weiter sind. Genau, ich will übrigens auch dich da jetzt gar nicht bloßstellen, aber ich habe mir eingebildet, deine Stimme rausgehört zu haben. Aber weiß ich natürlich nicht. Weiß ja keiner. Meine? Ja. Auf gar keinen Fall. Ah, okay. Gut. Dann habe ich mich Ja. geirrt. Was natürlich auch nicht vergessen darfst, ich meine, 100 Pfiffe in der Stehhalle mit dem Dach, das macht natürlich von der Akustik auch noch einiges aus. Weil ich meine, bei mir war es ja jetzt das zweite Spiel bei dir oder bei dir, Chris, in dem J-Block. Sonst bin ich ja immer, oder war ich drüben F2 und das allein macht schon ein bisschen was aus, diese Entfernung, wenn du direkt neben der Stehhalle stehst von der Akustik mit diesem Dach eben, wenn du da pfeifst oder singst. Okay. Das darfst du natürlich auch nicht Ja. außer Acht lassen. Okay, also es bleibt schwierig. Es gibt sicherlich auch andere Einordnungen, das wollen wir gar nicht ja, leugnen an der Stelle. Wie gesagt, in sozialen Medien geht es da auch hin und her. Auch bei uns im Kommentarbereich zum Teil gibt es da, die einen meinen so, die anderen so. Vielleicht liegt die Wahrheit einfach in der Mitte. Nicht nur bei Ismail gibt es zwei Seiten bei 60, sondern natürlich auch beim Stadion. Grünwalder Stadion ist immer so, die einen feiern es, mögen alles rund um Giesing, die anderen wünschen sich lieber ein größeres, ein neueres Stadion. Möchte nur kurz richtigstellen, ich habe ja jetzt hier einen entsprechenden Eintrag wegen einer zerbrochenen Scheibe auf der Haupttribüne. Was man im oberen Bereich so über der Haupttribüne sieht, sind ja so Kommentatoren, Boxen, dementsprechend mit Verglas, sodass da oben man in Ruhe kommentieren darf oder in Ruhe das Spiel anschauen darf. Was uns jetzt zugetragen wurde von einer Haupttribünenperspektive, gab es wohl einen Spielbeobachter der Gäste, der aus Wut über eine vergebene Chance das Glas oben getestet hat, dabei leider etwas zu wütend war offensichtlich, sodass das Glas zerborsten ist. Zum einen ist das Glas runtergeregnet, zum anderen hat er selber sich dabei an dieser Aktion an der Hand eben etwas verletzt und hat geblutet, musste ein bisschen versorgt werden. Nichts Dramatisches, aber einfach mal diese Situation aufgeklärt. Das ist wie kein plötzlicher Verfall des Stadions, dass die Scheibe sich spontan entschließt, ihr Leben zu beenden, sondern das war schon mit Einwirkung. Und damit würde ich sagen, gehen wir in Richtung der Blickrichtung dieses Spielbeobachters, nämlich auf den Platz. Wie angesprochen, Julian Guttauer mit einem Treffer sorgt für den Treffer des Tages und einen erneuten Heimsieg für 60. Zum Personal zu Beginn mal. Richter musste einspringen für Hiller. Der hat sich verletzt. Sah jetzt aber nicht so wild aus. Er war nach dem Spiel auf dem Feld zu sehen. Also er hat noch beide Beine, kann sich noch bewegen. Mal gucken, ob er dann am Wochenende in den Ferl schon wieder zur Verfügung steht. Ansonsten hat Ludewig für Glück begonnen. Der war zunächst auf der Bank, wurde später eingewechselt und Uru Tagba hat den verletzten Nankishi ersetzt. Ja, wie war denn so dein Gesamteindruck, Christian? Fang du wieder ruhig an vom Spiel von den 90 Minuten. Gab ja eine ganz gute Anfangsphase, glaube ich, und dann verflachte die Partie so ein bisschen aus weiß-blauer Sicht so ein bisschen ab. Da hatte dann auch Halle viel Spielanteile, gerade in der zweiten Halbzeit. Wie ging es dir denn so mit den 90 Minuten insgesamt? Ja, also es war ja genau diese Situation. Du schlägst Essen, du schlägst Ingolstadt und dann kommt dieses Halle, einen Platz vor den Abstiegsplätzen. Die musst ja dann im Endeffekt weghauen. Ich gebe auch zu, ich habe auch gleich bei uns im Tippspiel 4-1 getippt, aber habe natürlich auf dem Weg ins Stadion dann schon auch zu meinem Begleiter gesagt, zu meinem Jungen, ja, heute klappt es wahrscheinlich wieder nicht mehr, weil wir es jetzt alle erwarten. Und insofern war ich dann tatsächlich, als es so losging und gleich hier Chancen zuhauf und war ich sehr begeistert, dass sie halt genauso weitermachen. Und dann war tatsächlich nach dem 1-0 haben es dann nicht so wie in den letzten Spielen, dass sie nach einer Führung eben unter dem neuen Trainer jetzt auch wissen, man muss weitermachen. Es geht nicht, dass man nach dem 1-0 das Fußballspielen einstellt und dann nur noch ab und an mit einem langen Ball operiert. Das hat mir.
Ja, das war dann so ein bisschen anders als in den letzten Spielen. Aber tatsächlich waren es trotzdem, gab es ja noch weitere Torchancen. Ich habe dann ab und zu so auf die Anzeigentafel geschaut. Ich habe auch viel geratscht gestern, muss ich zugeben. Unter anderem mit dem Herrn hier, der noch mit dabei ist. Da war ja noch ein anderer, ja genau, auch den wir hier schon mal Gast. Der Greiburger stand ja auch noch bei uns und da gab es dann auch das eine oder andere zu besprechen. Deswegen war ich dann nicht so fokussiert und konzentriert. Aber ich habe dann immer so geschaut, steht es eigentlich noch 1-0 oder führen wir jetzt schon höher? Was für mich symptomatisch war, ist so ganz am Schluss, als dann Halle nochmal so einen Druck entwickelt und wir dann tatsächlich aber auch, fand ich ziemlich souverän, von hinten raus auch weiter, trotz unter Druck, dann haben wir wieder einen Ball und dann haben die wirklich, das war glaube ich so mit in den letzten Minuten, vielleicht sogar schon in der Nachspielzeit, trotzdem ruhig weiter rauskombiniert im Sinne von, wir müssen jetzt dieses 1-0 über die Zeit bringen und wir kriegen es auch hin. Und das fand ich doch schon ziemlich souverän. Also insofern, auch wenn das gestern jetzt vielleicht nicht die große Superkost war, vielleicht wie in den zwei Spielen davor, aber für mich, der Gesamteindruck war sehr zufriedenstellend und genau. Und insbesondere auch Leute wie Guttau, gut, der Schröter war jetzt gestern nicht so auffällig, aber auch dieser Punkt, dass diese Mannschaft ist doch stärker, als sie unter dem Vorgänger also der Vorgänger war der Schmöller, aber unter dem Vorvorgänger gewirkt hat. Und das finde ich dann jetzt immer ganz lustig, weil tatsächlich uns wird ja, wir hatten ja in unseren Artikeln, das muss ich jetzt hier einmal loswerden an der Stelle, bevor dann jemand anders in die sportliche Analyse gehen darf, wir hatten ja im Sommer kritisiert, oder nach dem so diesen Transfersommer kritisiert. Und zwar, wir haben aber ja nicht das Spielermaterial oder die Qualität der Spieler kritisiert, die da gekommen sind, sondern die Art, wie das gelaufen ist. Dass da kein Sportdirektor da war und kein sportlich Verantwortlicher in dem Sinne, dass da das eine oder andere seltsam gelaufen ist. Weil das muss man wirklich nochmal betonen. Also dieses Spielermaterial scheint wirklich schon so zu sein, dass es in dieser dritten Liga auf jeden Fall eine relevante Rolle spielen kann. Und das haben wir auch nie in Frage gestellt. Und das beweist sich jetzt auch. Zeigt natürlich aber dann, dass der Trainer, also der Schweizer, dann vielleicht doch nicht genau der Richtige war. Und das finde ich ganz lustig, weil auf so einem Block im Löwenumfeld wird ja jetzt dieser Versuch, ja, der gordische Knoten wird da versucht. Also einerseits muss man ja die Spieler loben, weil das war ja alles super, aber der Trainer war irgendwie auch super und er hatte nun kein Glück. Ja, das ist natürlich schwierig dann. Also an irgendwas muss es ja gelegen haben, dass der Herbst nicht so gut war. Jetzt jedenfalls ist es schön und gut und genau, ich bin zufrieden. Ja, wobei man auch nicht unerwähnt lassen sollte, dass es so ein paar Spieler gibt, die man jetzt gerade vielleicht im Erfolgstrubel so ein bisschen gar nicht mehr vermisst, aber die durchaus auch ins Abseits geraten sind. Zu nennen wäre ein Kaan Kurt, ein Niklas Tarnath, auch ein Erol Zenuyahu spielt aktuell unter Yannickis keine Rolle mehr. Er scheint da seinen Kader gefunden zu haben mit anderen Spielern. Auch Wintertransfers gab es ja durchaus den einen oder anderen. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, also nicht alle haben eingeschlagen, aber auch das muss man vielleicht mal so sagen. Bei der Anzahl an Transfers ist es, glaube ich, auch nicht die Erwartungshaltung, dass wirklich jeder Spieler da jetzt die Erwartungen erfüllt. Also ein Tarsis Bonga ist sicherlich eher ein Missverständnis gewesen, wenn man das so ausdrücken möchte. Der ist jetzt in Halle, eben hat ja gegen uns gespielt. Vielleicht wird das in Anführungszeichen Negativbeispiel, ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen. Sehr sympathischer Kerl, hat auch in den Löwen-TV-Interviews immer echt einen guten Eindruck gemacht, aber fußballerisch vielleicht, ja, war bei uns nicht so an der richtigen Adresse, einfach mal, um das so zu Die Leute sagen. wirst du aber vielleicht auch noch brauchen, Jan. Also auch einen Kurt, der, wenn der Ludewig dann mal irgendwie verletzt ist, so schwächelt oder so, wirst du den auch wieder brauchen. Weiß nicht, beim Tarnath ist vielleicht die Frage, was da noch passiert, aber du brauchst ja nicht nur die 11, die da parat stehen. Nee, um Gottes Willen, also die Breite ist gerade, da braucht man sich, glaube ich, nicht beschweren, die ist ausreichend vorhanden. Da können sich auch ein, zwei, drei verletzen, was wir nicht hoffen, können adäquat ersetzt werden von der Bank oder sogar von der Tribüne, je nachdem. Der Kader ist ja so groß mittlerweile, dass gar nicht mehr jeder auf der Bank Platz nehmen darf. Was man auch nachlesen kann an den Sommertransfers, Bernd hat ja alle einzeln analysiert, das kann man auch nachverfolgen. Die Artikel sind ja noch alle online. Da wurde, glaube ich, nicht unbedingt ein negatives Wort gelassen, sondern da war ein grundsätzlicher Tenor schon, dass man oder der Bernd ganz zufrieden ist mit der Auswahl an Spielern. Von daher, ja, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, eben an worauf die Kritik von uns abzielte. Das ging eben nicht um den aktuellen Kader. Bevor der Bernd jetzt analysieren darf, auch noch bleiben wir in der Reihenfolge von vorhin schon. Martin, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Noch irgendwelche anderen Bemerkungen oder Beobachtungen, die der Chris nicht beobachtet hat? Vielleicht das zweite oder dritte Tor, was der Christian verpasst hat? Also ich habe 3-1 getippt mit Torschütze Bonga gegen uns, aber naja, hat es auch gepasst. Wie gesagt, Chris hat es ja schon gesagt, wir haben ziemlich viel geratscht. Ich glaube, die ersten
10, 15 Minuten waren wir auch irgendwie am Handy und waren irgendwie ja auch in, wie heißt's, Bochum-Wattenscheid bei dem Spiel oder bei dem Ergebnis. Und ja, wie gesagt, spielerisch, also für mich war es spielerisch, war jetzt nach Lübeck das, ja, ich will nicht sagen schlechteste Spiel, aber das schwächste Spiel. Ja, sonst, wie gesagt, gut, besser, guter. Und sonst, weil ich es so, wie der Chris gesagt hat, also, wir haben hier brutal gut da hinten im Feld, der aber total unauffällig spielt, das ist dieser Rheintaler. Also, das ist für mich so mein, ja, ich will jetzt nicht sagen, mein Lieblingsspieler, aber der steht da hinten, für mich eigentlich, der steht da wie so ein Viech, oder schaut aus wie so ein Viech, aber spielt eigentlich total solide, unauffällig, aber für mich ist das halt der, der da hinten auch die Abwehr nochmal jetzt bitte, ja, kompakter macht, in meinen Augen. Also, das, gut, die anderen spielen jetzt nicht da, unser, wie heißt der Name, unser verletzter Neueinkauf, dieser mit seinem japanischen Name. Nankishi. Nankishi. Ja, genau, also der, wie gesagt, war überragend gut, müssen wir mal schauen, wenn er wieder kommt. Ist der aber, wie gesagt, bis jetzt von den Neuverpflichtungen Rheintaler ist für mich mein neuer Favorit. Okay, ja, auch ein Joel Schwarze scheint ja langsam mit den Hufen zu scharren. Bin mal gespannt, wann der auch wieder am Platz ist. Bernd, Ja. schließt du dich deinen Vorrednern so an? War es jetzt eher eine Mauerpartie? Sind wir froh um 3 Punkte, um weitere 3 Punkte? Oder kann man dadurch auch weiterhin eine positive Entwicklung wahrnehmen, auch wenn Halle in der zweiten Halbzeit eher spielbestimmend war? Wie, du hast die Zahlen ja ein bisschen verspätet bekommen, deswegen gibt es die Taktiktafel dann erst am Dienstag, also morgigen Dienstag. Wie ordnest du die Partie denn jetzt bislang so ein? Die Partie ordne ich jetzt mal als durchschnittlich ein, grundsätzlich. Also, wir haben in der ersten Halbzeit schon ganz gehörig da Druck gemacht, auch nach dem Führungstreffer. Halle hat ja am Anfang, wie man es von ihnen eigentlich erwartet, eher abwartend gespielt, uns kommen lassen, und sich das Leben selber durch viele Fouls einfach schwer gemacht. Das ist aber nicht weiter verwunderlich. Halle ist das Team, das bisher in der Liga die meisten Fouls gespielt hat. Und da haben sie sich gestern auch wieder gut abgesetzt vom Rest mit 28 Fouls in einer Partie. Das muss man schon mal erstmal Ja. schaffen. Wie viel Also, hatten wir denn? wie bitte? Wie viel hatten wir denn gestern? Wie viel Fouls? 12. Okay. Und der Liga-Durchschnitt pro Spiel und Mannschaft liegt irgendwo zwischen 12 und 14. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber wie gesagt, dadurch macht sich Halle halt immer wieder das Spiel selber schwer und den Gegner dadurch stark. Natürlich nehmen sie da auch den Spielfluss raus. Und sowas sieht man halt dann. Wenn man das Spiel anschaut, dann denkt man, ah, jetzt blöde Partie, aber da können ja die Spieler im Prinzip nichts dafür, wenn da 28 Fouls auf der einen Seite passieren und 12 auf der anderen, dann haben wir 40 Fouls. Das heißt, im Prinzip ein bisschen mehr als 2 Minuten wird gespielt und dann liegt wieder einer am Boden. Ja, dann hast du andere Unterbrechungen wie Einwürfe, Eckstöße, Abstöße. Und wenn du das dann alles zusammenzählst, dann hast du weniger als 2 Minuten Spielfluss am Stück. Ja, und dann schaut so eine Partie natürlich zerfahren aus und die schaut so aus, weil sie so ist. Ja, das ist halt einfach so. Da kann 60 nichts dran ändern, wenn der Gegner halt einfach einen Haufen Holzhacker schickt. Dann muss man damit leben und aus den Freistößen dann das Beste machen, was wir ja auch getan haben. Ja, direkter Freistoßtreffer. Und grundsätzlich muss man allerdings auch sagen, dass wir uns gegen den Ball viel, viel stärker in den Zweikämpfen geschlagen haben, auch als in den letzten Spielen. Wir haben im Verhältnis zum Ballbesitz deutlich mehr Pässe vom Gegner abgefangen. Wir waren selber viel präziser. Wir haben mal wieder eine Passgenauigkeit von über 80% gehabt. Ja, und da kann man jetzt nicht sagen, wir waren spielerisch nicht gut. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir hinten ja nicht besonders viel rumgespielt haben, sondern wirklich das nach vorne ging. Und bei den progressiven Pässen, also Pässen für einen großen Raumgewinn, hatten wir eine Passgenauigkeit von 78%, was auch wirklich aller Ehren wert ist. Lange Bälle ähnlich, haben wir ein bisschen weniger. Und ja, es lag halt einfach an
der Art und Weise, wie das Spiel geführt worden ist, dass es so zerfahren gewirkt hat, weil es halt einfach zerfahren war. Und jetzt mag der ein oder andere beim Schiedsrichter da eine gelbe Karte mehr fordern. Das sehe ich auch so, weil zwei gelbe Karten bei 28 Fouls ist vielleicht, möglicherweise, ein oder zwei zu wenig. Allerdings, das Spiel habe ich mir jetzt schon mal nochmal angeschaut und er lag eigentlich mit kaum einer Entscheidung falsch. Okay. Also, das war jetzt nicht so mit kaum einer, sage ich, weil es war eine Szene tatsächlich mit dem Lakenmacher, da hätte man möglicherweise, wenn man großzügig ist, Elfmeter pfeifen können für uns. War an der Strafraumgrenze halt, gell? Ja, genau, aber da wurde gar nichts gepfiffen. Und das mit dem Greilinger, wo es dann keinen Eckball gab, sondern der Greilinger wegen Meckern dann gelb gesehen hat, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, schwamm drüber, wir haben gewonnen, alles easy. Und von der Leistung her, die Art und Weise des Spiels zugelassen hat, muss man schon sagen, waren wir schon der verdiente Sieger auch. Ja, auch wenn Halle öfter geschossen hat, aber die treffen ja einfach das Tor nicht. Jetzt mal abgesehen von dieser Glanzparade vom Richter da in der ersten Halbzeit, wo er das Ding da an die Latte lenkt, da ist mir schon kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber ansonsten war da ja nicht viel Zwingendes, was Halle auf unser Tor gebracht hätte. Aber Bernd, du musst da sagen, also jetzt wegen den Verhältnis Fouls zu gelben Karten. Also es geht ja nicht nur um die Fouls im Sinne von, ich hau dem anderen auf die Socken oder die Socken weg. Es ging ja auch um diese taktischen Fouls. Also ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal angeschaut, aber ich glaube, zwei, drei taktische Fouls waren von Hallenser Seite, wo es auch nichts gab. Wo er in meinen Augen der Schiri gelb Ja, zeigt. das ist ja eine Sache, die ich schon ewig bei allen möglichen Schiedsrichtern bekrittel, dass es in der Regel ja drinsteht, wenn es taktisches Foul, das die Geschwindigkeit eines Konters oder sowas eben unterbrechen soll, dass es dann ja gelb geben muss, soweit ich weiß. Und das machen aber ganz wenig Schiedsrichter, dass sie das wirklich konsequent durchziehen. Und da haue ich bei dem jetzt auch nicht noch extra mit drauf. Macht keinen Sinn. Weil es ist. Ich weiß nicht, warum da die Regeln, wenn sie denn so sind, ignoriert werden. Wahrscheinlich, weil der Schiedsrichter Angst hat, dass dann der Gegner mit 5 Mann die Partie beenden müsste oder generell dann einmal 7 gegen 5 spielen oder so. Aber wenn das wirklich alle durchziehen, dann hört das auch auf. Aber es ist halt, wie es ist. Und ja, da müssen wir uns halt damit abfinden. Es gibt halt keine Linie, Bernd. Das finde ich so ein bisschen. Wenn du dir Ja, unser das Spiel ist in halt. Köln anschaust, wo Karten gespielt wird, noch und nöcher. Und jetzt aber gerade so die letzten Spiele, ich finde es ja eigentlich ganz gut, aber wenn der Schiri mit wenig Karten auskommt, aber gestern, also mein fußballkompetenter junger Begleiter sagt dann, hat der die Karten jetzt, weil es gab ja in der ersten Halbzeit tatsächlich eine für Halle. Weiß gar Ja. nicht warum, aber und dann, ja, und dann hat er die Karten in der Kabine vergessen gehabt, oder? Weil was In der der zweiten gab es Designated. auch noch mal eine. Ja. Und dann noch eine für uns ja auch irgendwie, Ja, aber. für den Greiling, wie gesagt. Genau, das war die Geschichte, genau. Aber wir waren dann schon auch irritiert irgendwie. Ja, aber Ja, gut. es ist natürlich, aber jetzt mal so im Großen und Ganzen, was er pfiffen hat, hat er richtig pfiffen, dass es die mehr oder weniger richtig gepfiffen hat und dass er dann die Karten mal stecken lässt. Es ist mir lieber, es wird weniger gekartelt als zu viel, Ja. weil das macht es dann auch wieder ein bisschen schwierig, weil du dich nicht mehr so hingehen traust und so Ja. weiter und so fort. Und es waren ja jetzt keine Fouls dabei, wo du sagst, boah, das war jetzt eine Körperverletzung. Richtig. Ja, Also. das waren ja alles so mehr oder weniger so Nicklichkeiten, so rumkackelt und dann ist so einer drüber gefallen und so weiter und so fort. Also das nicht, aber man muss jetzt auch mal so ein bisschen auf die einzelnen Spieler eingehen, finde ich. Und was in den letzten Spielen auffällt, der Quadwo da auf der linken Abwehrseite, erstens, was der Kilometer runterspult mit dem Vor und Zurück. Und dann, wie der technisch drauf ist und teilweise seine Gegenspieler, man muss schon fast sagen, verarscht mit dem, was er macht. Da wo er den Übersteiger macht, den einen rausnimmt und dann legt er sich nochmal
quasi am Standbein vorbei und zieht am nächsten vorbei. Das war so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch. Das ist mal richtig geil für einen Außenverteidiger, der eigentlich Innenverteidiger ist. Also im Großen und Ganzen sind wir auf jeden Fall zufrieden, weil 3 Punkte gab es ja. Ja, auch diese, Entschuldigung, muss nochmal kurz, nein, diese Rotation da in der Offensive, da ist einmal der Lakenmacher im Sturmzentrum, dann ist der Urutagba im Sturmzentrum, dann taucht der Guttau da auf, die drei, die rotieren da so in so einem Kreisel, quasi links hängen die Spitze, Mittelstürmer machen die drei so ihren 60er-Kreisel in Anlehnung an den Schalker-Kreisel vielleicht, den Sehr es ja schön. in den frühen Jahren des Fußballs mal gab, der berühmte Schalker-Kreisel. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und auch, was man jetzt endlich sieht, was der Lakenmacher für eine Qualität hat, vor allem wenn der Fußball arbeitet. Ja, wie der jetzt mit seinem Selbstvertrauen, das er sich erkämpft hat, erarbeitet hat, Bälle festmacht, die Angriffe einfach stabilisiert in manchen Momenten, dass es dann mal mit einem Pass nicht klappt oder der Angriff in der Box dann nicht konsequent abgeschlossen werden kann, weil sich irgendein Gegner wieder in einen Schuss wirft oder sowas. Mein Gott. Ja, und bei seiner klaren Torchance, als er da quasi frei vorm Torwart steht, da muss er halt fest da draufhauen. Aber das ist jetzt keine Kritik am Lakenmacher, das ist ein Lernprozess und das macht er auch irgendwann. Dass er da dann gut weitermacht. Da hat der Blessi ein bisschen Puls gehabt, ja, als der Lakenmacher da die Chance verbaselt. Ja, weil wie gesagt, mit der Innenseite Rückpass zum Keeper. Also entweder Vollspann oder halt platziert ins lange Eck, dann ist das Ding drin. Aber das ist, also ich werde nur Lakenmacher immer noch nicht warm. Ich weiß nicht, warum der Verhältnis Chancen zu Chancen tot oder Tore zu Chancen ist bei mir immer noch ja, zu hoch einfach. Na gut, er hat die letzten Wochen zumindest mal getroffen. Gucken wir mal, vielleicht geht es ja nächste Woche so weiter. Da kommen wir aber erst noch später drauf und machen einen Haken an den dritten Heimsieg in Folge gegen den Halleschen FC mit allen Details besprochen. Und ein Disclaimer, eine Warnung an dieser Stelle jetzt für die, die nicht so Lust auf Vereinspolitik haben. Wir haben immer in unseren YouTube-Videos und auch bei Spotify und Co. die Möglichkeit, die Kapitel auszuwählen. Dann spult einfach auf das nächste Kapitel. Das ist dann das Spiel gegen den SC Verl. Wir unterhalten uns in der Folge jetzt um die Ereignisse der letzten Woche, die so abseits des Rasens passiert sind. Da gab es ja auch noch diese eine oder andere Thematik und starten mal mit Hans Sitzberger, der nicht mehr Vizepräsident ist vom TSV 1860 München e.V. Hat vergangenen Mittwoch dann doch seinen Rücktritt erklärt. Somit bleibt eine außerordentliche Mitgliederversammlung den Löwen erspart. Ja, Martin, wie hast denn du das Ganze jetzt rund um Hans so wahrgenommen? Zuletzt die ganze Geschichte. Ja, zuletzt, ich finde halt das Ganze an irgendwie, also ich will jetzt nicht nachtreten oder wie auch immer, aber für mich hat das Ganze von Seiten von Hans so einen faden Beigeschmack. Weil wenn er sich so hinstellt, er ist ja dieser arme Sündenbock und der Verwaltungsrat ist schuld und die ganzen Vorwürfe stimmen nicht, dann hätte ich es halt einfach auf diese außerordentliche MV ankommen lassen. Wäre da mit einem müden Lächeln drin gesessen und er hat gesagt, so und so schaut's aus und alles lieben und so schaut's ist meine Darstellung und stimmst darüber ab und dann ja, wäre strahlender Sieger rausgegangen. Aber scheinbar, sage ich mal, so wie es er sich gibt, hat der Verwaltungsrat in meinen Augen doch recht oder manche Dinge noch in der Hinterhand, die sie halt nicht preisgegeben haben, weil sie ja auch diese dreckige Wäsche waschen jetzt einfach nicht mehr sein muss. Aber halt Angst gehabt, dass da noch mehr rauskommt in meinen Augen. Du musst jetzt einfach zurückgetreten. Ja, ich würde dir da ein bisschen widersprechen. Darf ich gleich direkt widersprechen? Wir Lass sind wir uns die sprechen, ganze noch Zeit. Vollständigkeit halber, am Freitag, also 2 Tage später, hat dann der Verwaltungsrat reagiert und zumindest in meinen Augen, das kannst ja du gleich auch bewerten, Christian, sehr besonnen agiert dabei. Hat zwar zum einen eine klare Ansage gemacht, auch ein, zwei Punkte aufgegriffen, wo eben Hans Sitzberger ja, laut ihnen eine fälschliche Information herausgegeben hat. Der hat ja recht lang und breit erklärt am Mittwoch, wieso er zu dem Schluss gekommen ist, was er dem Verwaltungsrat auch vorwirft, also zum Teil sehr schwerwiegende Vorwürfe geäußert. Wie gesagt, Verwaltungsrat hat dann 2 Tage später ein Statement rausgebracht, relativ kurz und knackig, und hat dabei aber auch
Sitzberg jetzt nicht zu sehr demontiert, würde ich jetzt mal sagen. Aber du darfst jetzt gern auch deine Einschätzungen loswerden, Christian. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt ganz richtig verstanden habe, aber ich finde es erstmal hervorragend. Und da muss ich nochmal sagen, Chapeau an Hans Sitzberger, dass er eben das uns erspart und dass er eben nicht diesen Weg gegangen ist, dass wir dann auf diese unsägliche, außerordentliche Mitgliederversammlung, an der nur viele Medien und vor allem auch kommerzielle Blogger eine Freude dann wahrscheinlich haben, Schlammschlacht etc. Das fand ich super. Und das passt auch, finde ich, zu seiner Persönlichkeit. Wie gesagt, da muss man ja auch, finde ich, ein bisschen das Amt oder die Situation von den Menschen trennen. Also für mich bleibt der Hans Sitzberger auch immer der Hans Sitzberger, so wie ich ihn kennengelernt habe und so wie ich ihn schätzen gelernt habe. Und deswegen finde ich es auch gut und richtig und habe mich gefreut, dass er sagt, okay, er zieht sich jetzt zurück. Na klar, dass da dann nochmal diese Erklärung kommen muss, ist irgendwie, finde ich, aber auch menschlich nachvollziehbar, ja, weil ja natürlich das brodelt auch in ihm. Und dass dann umgekehrt der Verwaltungsrat nochmal auch sehr besonnen drauf reagiert. Also wenn man ganz ehrlich ist, ist das jetzt, finde ich, relativ vernünftig und würdevoll, nenne ich es jetzt mal, dieses Kapitel irgendwie zu Ende oder weitergegangen. Weiß man natürlich nicht, was dann noch kommt oder kommen mag. Aber ich hoffe eigentlich, dass man jetzt sagt, okay, jetzt ist es damit abgeschlossen und jeder hat sein Gesicht gewahrt und genau. Ja, und niemand wird irgendwie jetzt noch, es gibt keine große Schlammschlacht in Form einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Genau. Ja, das finde ich jetzt also ganz positiv irgendwie. Und ich bin froh drüber einfach. Aber vielleicht habe ich dich jetzt auch falsch verstanden, Martin. Also, dass du. Nein, wie gesagt, nichts gegen die Person Hans. Also ich sage auch, es gibt die Person oder den Menschen Hans Sitzberger und es gibt dieses Amt Vizepräsidenten. Also menschlich, um Gottes Willen, würde ich ihm auch nichts vorwerfen. Es geht halt, wie gesagt, um dieses Amt. Und wie gesagt, ich sehe es halt so, dass er zurückgetreten ist, jetzt, um diese MV oder diese außerordentliche MV nicht stattfinden zu lassen, weil vielleicht noch irgendwas ans Tageslicht gekommen wäre. Und wie gesagt, es haben sich alle gütlich, friedlich geeinigt. Wir können uns auch nochmal drüber unterhalten und dann, glaube ich, ist das Thema auch ja, in der Öffentlichkeit oder wie auch immer, abgehakt gleich untereinander, dass man noch mal kurz redet drüber, aber im Endeffekt ist das Thema durch. Und man, so ist in der Stellungnahme, glaube ich, vom Verwaltungsrat steht da drin, wer noch mehr Infos haben will, könnte den Antrag auf der Offizier oder auf der MV stellen. Aber ich glaube, egal wer diesen Antrag stellen würde, wird damit eigentlich eher Mann sein, rein wie alles andere. Also muss auch Ja. nicht sein. Thema durch, Thema erledigt. Das eigentlich Schlimme finde ich, dass er halt, glaube ich, schon auch und jetzt der Hans tatsächlich in seiner guten, gutmütigen teilweise Art auch, vielleicht auch in seiner bisschen redseligen Art, das hat man ja auch an der einen oder anderen Stelle gehört, dass er schon auch durchaus jemand war, was ja auch angenehm ist, der dann auch kein Blatt vom Mund nimmt und so und vielleicht auch, wenn er sich mit Leuten unterhält, gar nicht so überlegt, was erzähle ich dem jetzt, was vielleicht in die falschen Hände oder die falschen Ohren in dem Fall gerät. Genau. Und dass er halt im Endeffekt. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, gedanklich. Aber dass für ihn das halt sozusagen dann, ja, einfach der richtige Weg war, da die ganze Sache so zu Ende zu bringen. Zumindest denke ich, wird er 60 erhalten bleiben. Zeigt, gestern Abend war er im Stadion, unter anderem neben Marc-Nicolai Pfeiffer, der auch noch nicht so richtig loslassen kann von 60. Das ist interessant, der war letzten beiden Spiele auch noch da. Vielleicht gefällt es ihm so gut im Grünwalder Stadion. War der Jedenfalls Pfeiffer gestern auch wieder da, oder wie? neben Sitzberger tatsächlich, genau, die Ach beiden waren so, ah, zusammen im das wusste ich gar nicht. Stadion. Auf Ja, der ist ja auch schön Haupttribüne. da. Wir gehen ja auch immer hin. Und es gibt ja gerade auch viel zu jubeln im Grünwalder Ja. Stadion. Drei Heimspiele, wie gesagt, nur gepunktet maximal. Ja, was ich so ein bisschen noch, was ich befürchte oder Pfeiffer schon da ist wegen seinem neuen Amt. Nein, das kann ja auch sein. gibt es auch Gerüchte, das stimmt, dass er nochmal eine andere Position antritt bei 60. Gucken wir mal, welcher Posten da in Frage kommen könnte. Was ich noch ein bisschen befürchte Richtung Sommer oder mir vorstellen könnte, dass diese Sitzberger-Thematik doch nochmal akut wird. Verwaltungsrat wird ja entsprechend gewählt und wenn diese Geschichte dann doch nochmal hochkocht, weil ja doch viele zum Hans noch stehen, trotz der Äußerungen, er hat ja übrigens auch wiederum nochmal auf das Statement vom Verwaltungsrat reagiert, da aber deutlich friedlicher. Von daher denke ich, ist auch erstmal da alles soweit das letzte Wort gesprochen in dem Sinne. Aber im Sommer könnte es nochmal hochkochen, könnte ich mir zumindest persönlich vorstellen, dass es da nochmal eventuell auch genutzt wird, um Stimmung zu machen gegen den aktuellen Verwaltungsrat möglicherweise. Bernd, kannst du dir das auch vorstellen oder bist jetzt auch froh, dass erstmal Hans soweit nicht zu sehr demontiert wurde in der Öffentlichkeit, weil er durchaus ja auch sehr viele Verdienste rund um die Löwen hat, nicht nur bei der Profimannschaft, sondern auch in vielen, vielen anderen Abteilungen da viel auf den Weg gebracht hat. Ja, also auf jeden Fall bin ich froh, dass wir uns die außerordentliche Mitgliederversammlung erspart haben.
Ich denke auch, dass es wahrscheinlich nicht im Hans seinem Sinn gewesen wäre, wenn man auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung da jetzt wirklich ins Eingemachte hätten gehen müssen. Ich glaube aber auch, dass es Leute geben wird, die Mitglied im Verein sind und auf der Jahreshauptversammlung die Offenlegung der Beweise fordern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den ganzen Streithanseln, die es bei uns gibt, da wirklich jeder sagt, das wollen wir dem Hans nicht antun, weil von denen bin ich mir sicher, auch diese Kommentatoren auf diversen sozialen Medien, die dann schreiben, ja, da haben wir jetzt noch überhaupt keine Beweise gesehen und so weiter und so fort, die den Hans möglicherweise gar nicht kennen, sondern den Hans nur eben in seiner, also persönlich nicht kennen, so wie wir alle, sondern die einfach nur den Hans als Amtsträger bei 60 wahrnehmen und auch so ein bisschen als guten Geist der letzten Jahre, dass die wollen, dass das auf den Tisch kommt, was da eben gewesen war. Und nachdem der Verwaltungsrat angekündigt hat, dass es auf Nachfrage auf der Mitgliederversammlung den Mitgliedern kundtun wird, bin ich mir sicher, dass mindestens einer sich da findet, der sagt, ich will es wissen. Muss darüber dann abgestimmt werden, über so einen Antrag, ob das dann passiert oder nicht? Oder? Du, da musst du jemanden fragen, der sich besser auskennt. Ja, wer kennt sich besser aus hier in unserer Runde? Martin? Ich kenne mich nicht besser aus, aber ich glaube, in der Stellungnahme vom Verwaltungsrat vom Freitag steht da drin, dass der Antrag gestellt werden kann. Dass Dann stimmen wir drüber ab. genau. Ja, gut, dann stimmen wir drüber ab und wenn dann müssen wir sehen, Dann schauen wir mal. ja, Wie gut. das dann ist mit der Offenlegung oder nicht. Aber gut, bis dahin ist noch lange Zeit. Und wem willst du damit schaden mit der Offenlegung? Willst du jetzt nochmal nachtreten, Hans gegenüber? Oder ist es die Seite, die sagt, wir schießen gegen einen Verwaltungsrat? Weil wenn es dann der Verwaltungsrat, ja, sagen wir mal, einfach mal recht bekommt, ja, dann kippt es die ganze Wahl wieder in eine andere Richtung wahrscheinlich. Zugunsten des Verwaltungsrates, sage ich mal, ja. Und theoretisch, vielleicht ist der Hans trotzdem anwesend, weil ich meine, er ist ja immer noch Mitglied. Vielleicht sagt er, Jungs, lasst es einfach bleiben, diesen Antrag. Weiß der auch nicht. Gut, dann ist es genauso weit wie vorher, aber möglich ist alles. Also. Und das ist übrigens genau der Punkt, wo ich gerade den Faden verloren hatte. Es geht um die Instrumentalisierung. Da muss man ja auch mal ganz klar sein. Die Leute, viele Leute, die sich jetzt hinstellen und die Fahne für den Hans Sitzberger hochhalten, das sind Leute, die vor kurzer Zeit noch über ihn gewettert haben, geschimpft haben, sich lustig gemacht haben, dass am Schwarzen Freitag gelächelt wurde von Heinz Schmidt und Hans Sitzberger. Lächeln aus Unsicherheit oder so weiter. Altes Thema, das haben wir hier, glaube ich, auch schon diskutiert. Und das ist ja eigentlich das Dramatische. Und im Endeffekt, dann, wenn er sich dann auf dieser MV das nächste Mal benutzen lässt, also für mich ist es eine Benutzung, eine Instrumentalisierung. Ja, nein, also ich hoffe und glaube, dass das so nicht passieren wird. Aber ja. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, die vergehen wird. Aber ich denke tatsächlich, dass wir uns auch in diesem Format hier bis Juli oder Juli, wann auch immer die Versammlung stattfindet, dann immer wieder über Vereinspolitik unterhalten werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Abgesehen vom Sportlichen natürlich, dass wir auch versuchen, nicht zu kurz kommen zu lassen, was uns auch heute wieder, glaube ich, gelungen ist. Aber diese Themen gilt es eben zu besprechen. Was wir in der Runde nicht besprechen wollen, aber der Vollständigkeit halber erwähnen, es gab ein dreiteiliges Interview mit Hasan Ismail in der Abendzeitung. Es kam raus, nicht nur, dass die Abendzeitung eine der ersten oder die erste war, die die Information überhaupt hatte, dass Ismail in München war, sondern es gab dann auch gleich eine Einladung. Wir haben es, glaube ich, so schön geschrieben bei Tee und Zigarre oder sowas. Also klang ja alles sehr harmonisch, wo sie sich getroffen haben. Gibt auch durchaus den einen oder anderen, der wieder kritisiert. Das gab es schon mal in der AZ, ein Interview, damals glaube ich noch aus den USA irgendwie, vor einer Bücherwand fotografiert oder so. Da war das ähnlich, dass schon der Vorwurf im Raum stand, dass die Fragen doch sehr aufdiktiert wirken. Da ist glaube ich so der schmale Grat immer zwischen viele Klicks generieren, entsprechend auch Geld verdienen, worauf ja die Zeitung schlussendlich im Online-Bereich arbeiten möchte. Oder aber auch einfach ja, kritischen Journalismus zu betreiben, was wahrscheinlich einfach schwierig sein dürfte, würde ich mal behaupten. So zumindest wirkt es, ohne jetzt da
mehr Details im Hintergrund zu wissen. Und ja, wollen auch gar nicht groß über die Inhalte drüber sprechen. Alle drei Teile werden bei 60er.de, also wurden zwei Teile schon behandelt, einer soll noch erscheinen. Ansonsten kann man sich auch natürlich die Originalteile in der Abendzeitung durchlesen und jeder seine eigene Meinung bilden, wobei ich, sage ich auch schon öfter jetzt, glaube, es gibt mittlerweile diese beiden Lager und die einen finden das super, was er da sagt und toll und die anderen finden es nicht so toll, um das mal so zu sagen. Da brauchen wir, glaube ich, an der Stelle gar nicht mehr viel drüber reden, weil die beiden Seiten gibt es und die werden jetzt auch nicht großartig durch dieses Interview beeinflusst. Die einen werden bestärkt oder eigentlich werden beide bestärkt in ihren bisher bestehenden Meinungen. Christian, du möchtest doch noch was sagen? Du Ja, zuckst. die es toll finden, tun mir ein bisschen leid, weil das toll finden zu müssen, die haben es schon auch nicht leicht. Also der macht es ihnen schon auch nicht leicht. Und ich will nur einen Satz, das ist mir jetzt vorhin noch eingefallen, wir reden nicht groß drüber, aber das Interview ist ja geführt unter anderem von Matthias Eicher. Und wer den Matthias Eicher kennt, also der ist jetzt, das ist ein Schlauer und das ist kein Verkehrter irgendwie. Ich durfte ja auch eine Zeit lang in die PK gehen und da hat man den auch kennengelernt irgendwie. Und das ist, also das ist, wie soll ich sagen, also der Matthias Eicher, meiner Meinung nach, hätte ein paar kritische Rückfragen mehr gestellt. Ich behaupte, das ist halt so, vielleicht sah es vorher auch ein bisschen anders aus, das Interview, bis es dann freigegeben worden ist, denn der Ismek wird sich nicht interviewen lassen, sondern sagen, ja, veröffentlicht es mal. Also mir sieht das alles sehr, ja, also ich möchte nicht sagen, dass das komplett von der anderen Seite geschrieben ist, aber der Matthias Eicher hätte kritische Nachfragen gestellt, wenn er denn gedurft hätte oder wie auch immer. Und ich finde es bemerkenswert, das hat wiederum mein junger Begleiter, der heute oft erwähnt wird, also mein Sohn mich gefragt, warum eigentlich Mister ist, immer Mister Hasan Ismail. Kann man das Mister nicht übersetzen? Oder ist es so, ich habe es dann so versucht, ihm zu erklären, dass ich gesagt habe, naja, da will man so ein bisschen diese Atmosphäre da so ein bisschen reproduzieren, dass das ja auch nicht in Deutsch geführt wird, das Interview. Und das ist halt dann der Mister. Sir Hasan Ismail. Na, geadelt ist er noch nicht, Müssen wir weil das rausschneiden? vom King Charles. Okay, so. Da müsste erst der England Charles Schwert schwingen. Okay, gut, das macht er vielleicht gern. Leseempfehlung übrigens, Jan, weil du es gerade schon so angehört hast. Ein junger aufstrebender Kollegin und Mitglied in unserer Redaktion, also aus unserer Sicht jung, ich weiß nicht, ob aus deiner Sicht auch jung ist, hat diese drei Interviews zusammengefasst und ich finde sehr lesenswert und es geht viel schneller, das bei uns zu lesen und man weiß dann auch alles, was relevant ist. Muss man also gar nicht die Original-Abendzeitung lesen. Huh. Aber dürfte natürlich trotzdem. Jetzt haben wir doch ein Ja, paar Worte dazu natürlich. verloren. Wir wollen jetzt gar keine Nicht-Leseempfehlung aussprechen. Jeder, der interessiert ist, liest entweder bei 60er.de die Zusammenfassungen oder das ganze Exakt. Teil bei der Abendzeitung und Oder bildet. beides. Oder beides, auch schön. Stimmt, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Wir verbieten hier gar nichts. So kann man sich seine Meinung bilden. Und wir springen noch zu einem dritten Punkt, auch so ein bisschen Vereinspolitik mit zu tun, wobei die beiden Herren, die da beteiligt waren, sich sehr bemüht haben und bemühen wollen, auch in Zukunft vereinspolitisch nicht zwischen die Fronten zu geraten, wo ich schon mal gesagt habe, das wird ein sehr spannendes Unterfangen. Aber mal gucken. Ich glaube, am Sonntagabend haben sie sich recht gut geschlagen. Im Blickpunkt Sport mit Markus Othmar am Moderatorensessel waren Christian Werner und Oliver Müller zu Gast. Auch da gab es wieder das Thema Einseitigkeit, was vorgeworfen wurde dem BR in so vielen Kommentaren, dass der Sender dann sogar darauf reagiert hat, zumindest auf den sozialen Medien haben sie geschrieben, liebe Löwengemeinde vorneweg, wir haben am Sonntag versucht, im Blickpunkt Sport die Situation beim TSV 1860 München und die der beiden Geschäftsführer in ihrer neuen Rolle journalistisch und objektiv darzustellen. Unsere Berichterstattung hat sich stets um diese Standards gedreht und wird auch zukünftig nach diesen Maßstäben stattfinden. Deshalb verwehren wir uns gegen Vorwürfe, wir würden in Anführungszeichen Stimmung in die eine oder andere Richtung machen, auch wenn das der eine oder andere so wahrgenommen haben sollte. Wir wünschen dem TSV 1860 München grundsätzlich den maximalen Erfolg auf und neben dem Platz. Es gab ja einen Einspieler von Peter Helfer, dann auch zwei Löwenfans, die gegen Robert Reisinger als Präsident sind. Diese Gegenseite, das war dann auch der Vorwurf, unter anderem wurde so ein bisschen vermisst. Also es gibt ja durchaus auch Löwenfans, die für Robert Reisinger als Präsident sind, man glaubt es kaum. Krass. Da hat man anscheinend keinen gefunden beim BR oder nicht genug gesucht. Ich weiß es nicht genau. In der Runde hier könnten wir sicherlich einen vermitteln. Wenn dann ein Interesse da wäre, dann gerne einfach melden. Die E-Mail gibt es ja auf der Homepage. Nein, Spaß beiseite. Christian und Martin haben es angeschaut. Martin, deine Einschätzungen mal zu Beginn von der Runde mit den beiden Geschäftsführern. Haben die sich gut geschlagen oder waren das ein bisschen zu unkonkret, was auch an den anderen oder anderen Stelle zu lesen war, dass einfach so ein bisschen Richtung Politiker habe quasi, das war, dass einfach nicht so viel konkrete Aussagen getroffen wurden.
Also geschlagen haben sie sich in meine Augen super. War sehr, ja, kompetent. Und ja, wie hast du jetzt gemeint, dass sie zu wenig Infos rausgelassen haben oder wie? Ja, das gab es so in den Kommentaren. Ich habe es mal vorhin gelesen, also ein bisschen, das war so ein bisschen die Einschätzungen der Ja, Löwenfans da gewesen. ich muss sagen, jetzt mit, da waren Christian Werner oder Müller, ich weiß gar nicht, wo es um den Etat von nächstes Jahr, weil der Othmar mal so 4,5 Millionen Etat für nächstes Jahr rumgeschmissen hat, wo sie beide gesagt haben, die haben noch keine, oder der eine sagte, ich habe noch keinen Finanzplan, und der andere sagt, ohne Finanzplan kann ich noch keine Spieler kaufen oder wie auch immer. Also, dass es da keine Zahlen raushauen, ist in meinen Augen logisch. Erstens, dass es wahrscheinlich eh noch nicht gibt. Und auch wenn es die Zahlen da wären, wenn sie jeder bestätigen noch verneinen. Also, und ansonsten, seit zwei Jahren, muss ich sagen, die zwei souverän reagiert. Also, du hast, ob jetzt BR oder Opa, wie gesagt, so wie schon gesagt, diese Stich, in meinen Augen, ja, souverän runtergespielt, ja. Okay, dann Christian, du hast es ja, habe ich gerade gesagt, auch angeschaut, bist da damit d'accord, das souverän runtergespielt und nicht so tief in die Karten schauen lassen, oder hättest du dir ein bisschen mehr erhofft? Nein, im Gegenteil, ich widerspreche dir auch. Du hast vorhin gesagt, recht souverän. Also, ich finde, die haben das richtig souverän gemacht. Die haben einen super Eindruck dahinter lassen, alle beide. Ich habe es mir vorhin erst gerade angeschaut, weil natürlich nach dem Stadion waren wir dann noch nicht daheim gestern. Martin, du ja auch, hast ja auch heute noch ganz frisch. Also, ich finde auch, ganz ehrlich, sie haben auch, also, die sind ja jetzt auch ganz frisch da bei dem Verein dabei. Und klar, die haben sich beide auch jetzt schon, wie man dann gehört hat, der Müller seit November und der Dr. Werner hat sich ja schon viel länger mit 60 beschäftigt, offensichtlich. Also, ich behaupte auch, die haben an vielen Punkten auch 60 schon verstanden in der kurzen Zeit. Also, ich finde, die haben das auf der Ebene sehr gut irgendwie rübergebracht, auch von der Kraft, von der sie gesprochen haben. An anderen Ebenen wird dann immer das Riesenpotenzial angesprochen, das dann sofort in die Champions League führen muss. Nein, so haben sie es nicht dargestellt, aber einfach so diese Wucht, die 60 entwickeln kann. Das hat mir gut gefallen. Ich finde auch, sie haben auch gut harmoniert irgendwie, ohne so spätzlmäßig rüberzukommen. Und was heißt mehr rauslassen? Also ganz ehrlich, ein wirklicher Investigativ-Moderator ist jetzt der Othmar auch nicht. Ich meine, ein netter Klubberer und so. Und ich glaube, dass der, wenn es dem da zwei Nürnberger hinhockst, dann kommen da auch bessere Fragen noch. Es ist halt auch nur dritte Liga, das muss man auch sagen. Also er hat da dann auch im Namen des Vorgeschäftsführers irgendwie, den hat er auch nicht richtig. Da hat er ja ein bisschen was vermischt, sage ich jetzt mal, ohne das vertiefen zu wollen. Und ja, nee, also mir hat das gut gefallen, wie die beiden das gemacht haben, und ich habe nicht erwartet, dass da, also, und ich bin auch nicht dieser Pfeiffer-Basher, gell? Das ist auch ganz wichtig, weil ich fand den Pfeiffer auch eine ganze Weile, hat er auch einen guten Job da gemacht, aber rein wie er seine Fernsehauftritte, ich glaube, es waren auch mehrere oder zumindest einen habe ich im Kopf, der hat tatsächlich viel mehr geredet, aber weniger gesagt, ja, also das kann man mir auch unterstellen immer, aber also, und da finde ich, finde sie beide sehr konkret in dem, was sie sagen. Und dass sie aber nicht irgendwelche, wie der Blessi auch gesagt hat, irgendwelche Zahlen da raushauen oder beziehungsweise das noch ein bisschen früh ist, naja, ist auch klar. Ich möchte aber auch noch eins zu den Einspielern sagen. Ich glaube, es waren nämlich sogar drei Fans, die befragt wurden. Und das Lustige ist, eigentlich ist das ja immer das Thema vom Flohbu, dass er sich über uns alte Leute lustig macht. Das muss ich aber an der Stelle auch mal sagen. Man hätte auch ja jemanden, der unter 60 ist, da mal befragen können irgendwie. Vielleicht jemanden mit 40er oder meinetwegen vielleicht schon jemand Ende 30 oder vielleicht sogar jemand aus der Aktiven. Gut, die wollen nicht so gern vor die Kamera, aber vielleicht hätten wir auch jemanden gefunden, einen ganz jungen Menschen, der sich vielleicht zu der Situation äußert. Aber sei mal nicht böse. Also, die Frage ist, haben sie mehr Material gehabt und haben sie es nicht gezeigt? Oder arbeiten die wirklich so, dass sie sich jemand raussuchen, der möglichst schon etwas älter ausschaut, um den dann irgendwie schön die Quote auch, eine Frau, glaube ich, zwei Männer, das ist ja super, finde ich ja positiv, aber also ich denke, wir haben auch in der Kurve durchaus, in der Westkurve gibt es durchaus auch junge Frauen, die, also nicht, dass das Alter ein Privileg ist, wie gesagt, Flohbu-Thema, aber also sorry, das ging gar nicht. Und der Peter Helfer, auch ein Löwe. Definitiv, und das streitet ihm keiner ab, aber dass man den dann immer wieder auspacken muss, der äußert sich auch immer dann, wenn man seine Äußerungen irgendwie gar nicht braucht. Und ja, also bei den seinen Statements war ich kurz zwischendurch immer nah dran und gesagt, kann man da jetzt irgendwie vorspulen, weil das ist wirklich, also da ist leider dann auch Hopfen und Malz verloren. Und das ist der Unterschied zu einem Hans Sitzberger, der bleibt für mich immer, ja, Chapeau, aber Peter Helfer, sorry, Grüße gehen raus, aber das braucht keiner, diese Statements. Punkt. Punkt.
Punkt, würde ich sagen, auch in Sachen Vereinspolitik und alle atmen auf. Juhu, es ist geschafft. Es geht wieder zum So Sportlichen. schlimm war es eigentlich jetzt gar nicht. Ich habe Finde ich auch. jetzt gerade wieder Nein. Spaß dran Aber es mittlerweile. gibt, glaube ich, schon Löwenfans, die einfach mittlerweile wirklich die Nase voll haben und sich einfach freuen, wenn es mal nicht drum geht. Was bei 60 einfach, glaube ich, nicht so, ja, nicht so möglich ist. Leider aus deren Sicht. Andere erfreut es und sind da mit Enthusiasmus dabei und verfolgen jeden Schritt. Es soll ja beides geben. Wir Ja, die sind. Frage ist halt, wann endet das mit dem Streit? Und das muss sich jeder mal überlegen. Wir haben die Situation jetzt seit 2011. Im Prinzip wird seit 2011 bis auf eine Ausnahme permanent irgendwie gestritten. Was meinst du Sonst jetzt mit jeder, Ausnahme? ja, unter Casalet, da wurde nicht Ach gestritten. so, da wurde auch gestritten. Aber Ja, aber anders. da waren wir halt nicht sozusagen. Also Da wurde anders gestritten, vielleicht. Aber ja. egal. Und es soll sich jeder mal selber die Frage stellen, vielleicht nach dem, was passieren müsste, damit nicht mehr gestritten wird. Da müssen wir uns doch alle bloß entschuldigen, oder? Und unsere Fehler eingestehen. Ja, der Thomas hat es in Giesinger Gedanken Canossa 2.0 genannt. Ja, einfach als kleine Hausaufgabe vielleicht für die Zuhörer kann sich jeder seinen Kopf drüber zermartern, was die Situation lösen könnte. Jetzt gehen wir aber wirklich zum Sportlichen. Jetzt habe ich schon das angeteasert und versprochen. Wir sind nächstes Wochenende zum Gast beim SC Verl und blicken zunächst mal auf die Tabelle. 60 ist aktuell auf Platz 13 mit 35 Punkten. Das heißt, erfreulicher Zwischenstand. Zur Winterpause war es Rang 15 und 2 Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, Rang 17. Mittlerweile sind es sage und schreibe 11 Punkte geworden, also ein deutlicher Zuwachs, eine deutlich positive Entwicklung. Wenn wir da auf die Leistungen vom Wochenende blicken, Viktoria Köln, Arminia Bielefeld, der Hallesche FC, Waldhof Mannheim und auch der VfB Lübeck haben ihre Spiele allesamt verloren. Duisburg holt hingegen ganz wichtige 3 Punkte gegen bereits erwähnte Kölner. Also nicht Michael Kölner, sondern die Viktoria Köln. Und jetzt kommen wir doch noch zu Michael Kölner. Ganz überraschend, Freiburg 2 gewinnt mit 3:2 in Ingolstadt in der Nachspielzeit. Das entscheidende Tor gemacht. Das heißt, hinter Platz 13, also da wo 60 liegt, haben nur 2 Mannschaften gewonnen. Alle anderen haben verloren. Das zeigt auch so ein bisschen, warum es jetzt schon 11 Punkte geworden sind, die wir Abstand haben auf diese Abstiegszone, was sicherlich ganz gutes Polster ist. Es ist noch nicht geschafft, also man darf da jetzt nicht aufgeben und locker lassen, aber eine deutlich komfortablere Situation als noch zur Winterpause. Wir können, wenn wir am Wochenende gewinnen sollten, direkt nochmal einen Platz gut machen, mindestens, nämlich Platz 12, denn der SC Verl hat nur einen Punkt mehr. Aus den bislang 26 absolvierten Spielen gibt es 10 Siege, 6 Unentschieden und 10 Niederlagen. Sie treffen sehr häufig, kassieren aber auch viele Tore. Das ist so ein bisschen weiter. Das hat ja der Mario Lücke auch im Podcast vor dem Hinspiel gesagt. Es gibt da so eine Philosophie in Verl, die scheint weiterhin erfolgreich verfolgt zu werden. So ein bisschen in der Wahrnehmung ist es vielleicht Harakiri-Fußball, aber einfach auch sehr attraktiv für den neutralen Zuschauer zum Ansehen. Also da passiert immer ziemlich viel. Entsprechend können wir uns vielleicht auch auf den einen oder anderen Treffer am Wochenende schon mal seelisch darauf vorbereiten. Gesamtbilanz bei den beiden Mannschaften, 9 Spiele gab es, sieht sehr positiv aus unserer Sicht. 6-mal gewann der TSV 1860, 2 Unentschieden gab es und auch nur eine Niederlage, also einmal hat der SC Verl gewonnen. Das Hinspiel endete mit einem 1:0 im Grünwalder Stadion Ende September. Das Tor erzielte Pethoff per Eigentor, wer sich noch daran erinnert. Am Wochenende hat der SC Verl ziemlich auf die Mütze bekommen. 2:5 in Dortmund verloren. Die 6 Spiele seit der Winterpause, ja, eher eine durchwachsene Bilanz. Ein Sieg, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen, wobei die 3 Niederlagen alle aus den letzten 3 Spielen stammen. Gegen die Spielvereinigung Unterhaching, den MSV Duisburg und jetzt eben gegen Borussia Dortmund 2. Wir fangen an bei Christian, der zögert schon so. Der zuckt schon. Bist dabei in Verl und wie erwartest du die Löwen? Gibt es da 3 Punkte oder vielleicht mal nur 1 Punkt oder vielleicht endet die Serie in Verl, wer weiß, wie siehst es du denn?
Also, gleichwohl, ich hab ja große Sympathie für den SC Verl. Das ist ja das so ein bisschen. Das ist jetzt kein Traditionsverein und kein Fanverein, aber wie gesagt, auch mit unserem Gast da, den du gerade schon angesprochen hast, und es ist einfach super sympathisch. Ich freue mich riesig, dahin zu fahren. Ich kann es eigentlich aufgrund der generellen Lebenssituation gerade eigentlich gar nicht realisieren, aber irgendwie doch jetzt. Und man darf das ja verraten, oder? Dass wir da an dieser Theke Platz nehmen werden und das wird alles supi und freue mich sehr. Und Jan, jetzt hast du die letzten drei Spiele angesprochen und jetzt schau mal da drauf. Die verlieren gegen Haching, kassieren sie ein Tor, dann verlieren sie gegen Duisburg, kassieren drei Tore, dann verlieren sie gegen Dortmund, kassieren fünf Tore. Wie mag das nun weitergehen? Ja, ihr lacht. Dresden hat neulich auch gegen Lübeck 7-2 gewonnen, ja? Also, keine Ahnung. Scherz, also von dem her ist klar, was da passiert. Na, jetzt, also, Das klingt so ein bisschen nach einer Bernoulli-Folge. ja, das genau. Wahnsinn, vorhin hier. Canossa, Bernoulli. Neulich hatten wir die Plattentektonik. Das ist wirklich 60er ist. Wir werden unserem Bildungsauftrag wirklich gerecht. Also, ich bin Sowas total. von. Also, jetzt ernsthaft. Wahrscheinlich müsste man dann jetzt auch mit einem Unentschieden mal wieder zufrieden sein. Und die Forderung vom Kollegen N war ja auch die Heimbilanz. Und die haben wir jetzt mit diesen drei Heimspielen in Serie ja wirklich eindrucksvoll ne, ausgebaut, hergestellt, Ein realisiert. bisschen aufpoliert. Aufpoliert, schön. Sprachlich bringen wir auch noch was rüber. Also ich rechne jetzt mal mit einem Unentschieden und ich glaube, man sollte auch zufrieden sein mit einem Unentschieden. Ich hätte tatsächlich aber noch vor einem Vierteljahr oder so hätte ich gesagt, um Gottes Willen, also die schießen uns da aus dem Stadion. Jetzt rede ich selber von uns, von 7 Toren, also ein 7-7. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, Und ja. an der Theke heben wir für jedes Tor ein, was gibt es da, irgendein, weiß gar nicht, Bierpreisrecherche, Brunnemüller, ich habe noch gar nicht nachgeschaut, hatte niemand zur Hand, ich habe ihn leider im Nebenzimmer gerade liegen. Und ich trinke heute ja Spezi, deswegen bereite ich mich mental schon mal auf Ferl vor, auf viele Biere, viele Tore, nein, also Scherz beiseite, ich freue mich darauf und ich, ja, unentschieden, glaube ich, könnte man einverstanden sein. Die müssen jetzt auch mal wieder irgendwie nach dieser doch durchaus mageren Bilanz bisher in diesem Jahr irgendwie. Auch wahrscheinlich müssen die auch mal wieder aus dem Quark kommen jetzt. Genau. Okay, also du hast ganz geringe Erwartungshaltung und fasse ich mal zusammen, erwartest ein flockiges 7 Sieben zu Tore? 7, ein 7 zu 7, das war ein kleiner Scherz Ach natürlich. so. Munteres Spiel sozusagen, Martin, Schicht oder auswärts? Wie sieht es bei dir aus? Echt Nachtschicht. Dann wird es schwierig, Ja, aber. schwierig. Ich fängt um 10 auf Nacht an und da werde ich nicht wieder da sein. Also ich muss jetzt mal. Ich bin morgen wieder in der Arbeit. Ob was geht, dass ich vorbeikomme, weil theoretisch eine Karte, einen geilen Theke oder schönen Theke wird es für mich geben. Eine nette Dame, die in die Stadion. Jetzt müssen wir aufpassen, die wird so oft erwähnt, dass sie nicht mal abhebt. Aber muss ich nicht sagen, muss ich mal schauen. Ansonsten, ja, spielerisch oder punktetechnisch, wie gesagt, ich erkläre 7-7 nach seiner Theorie. Wie gesagt, unentschieden, ja, das war ein Punkt mitnehmen. Sieg, ja, einen weiß ich nicht. Also ein Punkt, ja, wäre ich definitiv zufrieden. Obwohl Dreier, wie gesagt, immer vorbeiziehen. Doch müde belächelt, also auch irgendwie 11 Punkte nach unten. Aber ich schiele ehrlich gesagt, aber gut, das macht Marott einmal oder einmal wieder Marott schon nach oben und sage, es sind nur noch 7 Punkte bis. Also von dem her bräuchte man den Dreier. Da ist Ist er es jetzt der schon sicher, dass, Löwenfan. ganz kurz, ist es schon sicher, dass du das Ticket kriegen kannst oder wie? Oder? Also ich gehe davon aus, dass ich sie habe. Aber ich sage, ich muss halt überhaupt Urlaub kriegen. Gut. Dann schauen wir mal, ob du dich an der längsten Stadiontheke einfinden darfst, neben Christian oder ob Christian 14 Stammball oder Biere, was auch immer, allein trinken muss. Schauen wir mal. Weder noch. Gott, das wird man uns wieder unterstellen. Vor einiger Zeit ging es immer um die Würstel, jetzt geht es ums Saufen, das ist doch alles furchtbar hier. Das ist ja Wahnsinn, gell? Nur Wir konsumieren, konnten jetzt aber konsumieren. 3 Spiele lang im Prinzip nicht über Würstel reden, weil wir jetzt da recht viel daheim gespielt haben. Ja, deswegen war ich auch nicht dabei in den Sendungen. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt, was der Bernd sagt zu Ferl. Der Bernd, erwartet der Bernd Aufgeregt auch ein schon 7 jetzt. zu 7 und einen Punkt auswärts oder bist du optimistischer? Ich glaube, mit dem SCFR hast du dich noch nicht so viel beschäftigen können. Wie gesagt, Ich zweimal habe so jetzt der das 2 verspätete. zu 5 gegen Dortmund mir angeschaut am Samstag, Ah, okay. weil da hatte ich nichts Besseres zu tun.
Und das Pferd hat da am Anfang schon ganz schön kämpft. Also da stand es ruckzuck 3-0. Und Dortmund hat dann auch nichts mehr anbrennen lassen. Ich glaube, dem Pferd fehlt der Mael Kolbos ganz, ganz arg, dass der da weggegangen ist. Die versuchen natürlich immer noch diesen technisch schönen, ich sag's jetzt mal, nenn's jetzt mal Zauberfußball da zu spielen, aber damit, also mit dem Weggang von Corpus, haben die wirklich, glaube ich, sich keinen Gefallen getan. Man darf es natürlich nicht an einem Spieler aufhängen, aber der war ja schon das Herzstück der Mannschaft. Mehr oder weniger, sowohl gegen den Ball war der klasse und dem seine Pässe hatten ja auch eine Qualität oft nach vorne, die man nicht verleugnen darf. Und ich glaube, dass wir in Ferl schon eine Chance haben. Ich muss mir jetzt noch ein paar andere Spiele natürlich anschauen, weil das am Samstag, die sind ja teilweise wirklich demontiert worden, also phasenweise, nicht über das komplette Spiel. Von Dortmund, da waren wirklich Momente drin, wo du denkst, oh, das sah jetzt nicht gut aus, was Ferl da gespielt hat. Aber nach vorne haben die nach wie vor immer noch diese kreativen Ideen, dieses technische Spiel. Da wird dann schon auch noch schön eben dieses Dribbling mal ausgepackt und da wird schön einer vernascht, dann kommt ein Pass und dann fehlt es halt ein bisschen. Ja, ich möchte jetzt noch keine direkte Prognose abgeben, aber ich schaue relativ positiv auf den Thekenbesuch. Aber Bernd, Oliver Battista Meyer ist doch eigentlich der Hauptverlust. Nein? Also ich denke, der Korpos schon. Ich meine, der hat 9 Tore, 9 Assists. Weißt schon, diese ja, Dresden. aber der Ball muss ja erst einmal da vorne landen, wo du Ja. einen Assist geben kannst. Ah, hast du recht. Ist allgemein bekannt, wo der jetzt gelandet ist eigentlich? Ich habe es ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Ich habe nur diese Dresden-Posse und habe jetzt gerade nachgeschaut, wo Oliver Battista Meyer gelandet ist. Ich habe es gelesen, aber Der wieder war vergessen. ausgeliehen von Dresden, oder? Ja. Der ist von Dresden nach Ferl verliehen gewesen Ja. und ging dann irgendwo ins Ausland. Ja. Ins Und deutschsprachige Ausland. zwar in die Schweiz zu den Grasshoppers Grasshoppers Zürich. Zürich. Genau, Aber ist richtig. der da jetzt verkauft? Und mit der Kohle haben sie dann Nein, der den. ist wieder verliehen. Er ist verliehen mit Ach, ich dachte, die haben Kaufoption. die Kohle gebraucht, um den Aslan. Ach so, die Gehaltskohle haben sie dann gebraucht, um den Aslan zurückzuholen, Dresden irgendwie, oder war das nicht? Ja, Ah, Zürich wurscht. hat eine Kaufoption auf jeden Fall für den jungen Mann. Okay, war ja auch so eine Posse irgendwie. Ferl den wegnehmen irgendwie und dann erstmal aufs Abstellgleis schieben. Gut, aber in Zürich hat er auch schon ein Spiel jetzt gemacht, aber ohne Scorerpunkte. Gut. Also, wenn du sagst, der andere, wie hieß der? Mael Der. Kolbos. Okay. Und wo ist der hin? Das ist ja wieder Nach totales. Bielefeld, glaube ich. Schon, oder? Ah ja, der ist es. Ach, der ist es. Ja, Also. ich glaube auch, Korbos ist nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch neben dem Spielfeld ein sehr interessanter Mann. Unter anderem LinkedIn ist er immer wieder mal aktiv. Also wen das interessiert, da auch nochmal einfach reinklicken, was Ist der, dieser sozial Engagierte da irgendwie auch, genau, oder? was der so Super. nebenbei, neben seinem Job auf dem Platz noch betreibt, ist sicherlich nicht verkehrt. Gut. Die weitere Analyse von Bernd gibt es dann wie gewohnt in der Taktiktafel und in den Wenigers Wirtshaus-Weisheiten zur Vorbereitung auf das Spiel am Samstag. Anpfiff wieder zu einer anderen Zeit, 16:30 Uhr. Für die, die sich auf den Weg machen, für die anderen gibt es natürlich das Spiel auch wieder bei Magenta im TV zu verfolgen und wir werden da nächste Woche ausgiebig drüber sprechen. Was man akustisch vielleicht vorher nicht verstanden hat, der Martin meinte übrigens 7 Punkte auf Platz 4, so Richtung DFB-Pokal gedacht. Ich bin auch kurz erschrocken und habe nochmal aufgeschaut auf die Tabelle. Auf Rang 3 sind es natürlich 12. Das ist ein bisschen viel vielleicht, aber Platz 4 durchaus auch noch ein erstrebenswertes Ziel mit DFB-Pokal-Teilnahme. Oder Von daher. 5, wenn Dortmund Vierter wird. Oder 5, richtig. Vielleicht Platz 5, weil Vierter ist ja Dortmund. Gut, ich Ja. weiß nicht, auch schon in der 5. Also von dem her, das war zum 10 Punkte. Ja. Jan, du machst schon Schluss jetzt gerade, oder?
Oliver Battista Meyer, sorry, ich muss noch mal drauf hin. Erstes Spiel, Grasshoppers Zürich, Züricher Derby, also Züricher Derby, wie man sagt. FC Zürich, aber 1-0 verloren, also der FCZ hat gewonnen. Ist auch ein Einstieg, oder, beim neuen Verein? 61. Minute eingewechselt worden. So. Und nicht verkehrt als Startspiel auf jeden Fall. Heimspiel gegen Basel, dann nur noch im Kader und nicht eingewechselt worden. So, jetzt beende das mal, bevor wir abschweifen. Ja, also es gibt auf jeden Fall doch noch ein Saisonziel, wenn es so weiterlaufen sollte. Platz 4, Toto-Pokal sind wir raus, bekanntlich. Vielleicht gibt es dann doch noch im Mai einen Grund zu feiern, nachdem es lange Zeit ganz anders aussah. Aber wir wollen jetzt nicht zu hoch hinausfliegen, sondern sind erstmal zufrieden mit der aktuellen Serie. Würden uns freuen, wenn die Bestand hat, auch nach dem Spiel um SC Verl am Wochenende. Euch dreien vielen Dank für die Analyse und die Vorschau auf das kommende Wochenende, beziehungsweise auch auf die vereinspolitischen Themen, die wir gemeinsam besprochen haben. Wenn ihr dann alle zugehört habt, wenn nicht, ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn ihr nur das Sportliche behandeln möchtet. Wie gesagt, dafür gibt es die Kapitel ja. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche nach dem Spiel gegen den SC Verl und vor dem nächsten Heimspiel gegen den SSV Ulm. Also wieder mal eine Spitzenmannschaft aus dem oberen Tabellenbereich. Da wird es dann wieder interessant, ob wir auch gegen die bestehen können. Aber erstmal, wie gesagt, Blick nach Verl gerichtet. Wir freuen uns auf die Sportclub Arena und auch auf die lange Theke, wo der ein oder andere Löwenfan Platz nehmen wird. Bis dahin, eine gute Woche euch allen da draußen. Macht es gut und Servus. Pfiat euch, Servus. Servus. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus Löwenfans.